Heinrich. Und ich sage hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, es war im September 21. Da knallte es plötzlich und ein Windrad bei Haltern ist mit riesigem Getöse zusammengekracht. So sah das aus und alle waren einfach auch froh, dass niemandem wirklich was passiert ist. Seitdem war aber klar, alle Windräder, die der gleiche Bautyp sind, gelten als gefährlich und sollten stillgelegt werden. 22 Turbinen dieses Typs wurden nach und nach also abgebaut. Ein letztes Windrad dieser Art gab es aber noch bis heute früh. Wenige Wochen nach dem Freudentaumel und dem Aufstieg will man in Münster jetzt mal einen etwas genaueren Blick auf Preußen und den Aufstieg werfen. Es steht nämlich zum Beispiel die Frage im Raum, was bringen die Preußen eigentlich der Stadt Münster? Manche sagen, zumindest eine Menge Stau bei jedem Heimspiel auf der Hammerstraße und Geld wird es ja auch erstmal kosten, weil das Stadion saniert wird. Aber bringt der Fußball auch etwas für die Stadt Münster, für das Münsterland, für die Wirtschaft vor Ort? Eine Studie dazu, die gab heute Antworten. Der Ort Sabeck ist ja Vorreiter in Sachen grüner Energie. Darüber haben wir hier in der Lokalzeit auch schon öfter berichtet. Heute ist in Sabeck ein großer Baustein zum Thema Wasserstoffenergie vorgestellt worden. Ein sehr großer. Aus dem nahen Bioenergiepark bekommt. Also heute gab es die feierliche Inbetriebnahme des ersten großen Wasserstoffelektrolyseurs. Viele lachende Gesichter haben wir gerade gesehen. Aber zu der Wasserstoffgeschichte am Standort Sabeck gehört auch, dass der Betreiber eigentlich schon viel früher, viel größer durchstarten wollte. Mit 300 Mitarbeitern sollte es der zweitgrößte Arbeitgeber am Platz werden. Doch dann der Paukenschlag. Anfang des Jahres gab es sogar Entlassungen. Der Markt in Deutschland und Europa ist offenbar schwieriger, als sich der Unternehmensgründer vorgestellt hatte. Zum Mai gehört die Maibohle und zur Maibohle gehört der Waldmeister. Damit man ihn aber im Wald entdeckt, muss man sich schon ziemlich gut auskennen. Anne-Rose Schmid nimmt uns mit in den Wald im Sauerland und hat jede Menge Tipps dabei. Was kann man essen? Wogegen hilft welches Kraut? Und wie findet man am besten mit der Nase den Waldmeister? Auf geht's in den Wald. Ich habe darüber gesprochen hier in der Lokalzeit, wie schwierig es ist, Hausärzte zu finden, die eine Praxis zu übernehmen. Aber was sind denn Ideen, Vorschläge, wo Sie sagen, das müsste sich ändern, damit jeder Hausarzt auch wieder mehr Zeit hat im Alltag? Was müsste sich... Ja, Respekt vor dieser tollen Idee. Wir haben ein ganz schönes Zuschauerfoto bekommen. Waldmeisterfoto, oben noch so ein bisschen Sonne da rein. Apropos Sonne, wir gucken mal, was die so vorhat in den kommenden Tagen. Ich habe gehört, es wird schön. Hier sind die Wetteraussichten. Wichtige Verbraucherthemen haben die Kollegen von Markt heute Abend zusammengestellt um 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau. Ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen morgen und wünsche Ihnen jetzt einen schönen, zauberhaften Abend zu Hause im Münsterland.